Na, warst du auch vor kurzem erst wieder beim Arzt? Und hat's weh getan? Eine Spritze? Oh je. Na ja, vielleicht hilft dir dieses kleine Täschchen als Trostpflaster. Arztbesuche sind ja immer besonders grausam. Er ist im Wartezimmer angekommen, hustet und schnupft es an allen Seiten. Ich glaube, da fängt man sich erst die Bazillen überhaupt ein. Und dann beim Arzt mit einer Spritze oder Mund auf, so toll ist das nicht. Aber wenn gar nichts mehr hilft, ist das immerhin eine gute Lösung. Und damit der Schmerz auch nicht so schwer wird und du bald hinweg bist, dann schick doch diese Tasche. Mit ein paar Pflasterchen sind die genau das richtige Trostpflaster. Und im Innern kannst du ja noch ein paar Süßigkeiten verstecken. Und schon ist der Schmerz vergessen. Vor allem dann, wenn man sich gemütlich zu Hause in seine Decke einmummelt, ein Tässchen Tee trinkt und die Wärme und Entspannung genießt, ist man schnell wieder auf den Beinen. Oder wie geht es dir? Genießt du, wenn du krank bist, die Ruhe? Oder suchst du eher den Kontakt zu deinen Mitmenschen? Gar nicht so einfach. Man will ja auch niemanden anstecken. Na ja, wer weiß, vielleicht machst du das nächstes Mal gerne krank, besonders wenn auch du so einen kleinen Arztkoffer als Trostpflaster bekommst. Hallo Bastelfreund, danke, dass du mein Video angeschaut hast. Hat es dir gefallen und du willst nun deine eigene Kreativität austoben? Dann schick mir doch eine Videoantwort. Ich schalte sie auf alle Fälle frei. Hast du Fragen, Anregungen oder sogar Kritik? Dann findest du in meinem Kanal die ICQ-Nummer. Oder schick mir einfach eine private Nachricht. Ich antworte dir. Ciao, bis zum nächsten Mal. Deine Froni.